Willkommen zurück zu Miitopia. Das hier scheint der richtige Weg zu sein. Doch, wir wollen uns doch anschauen, was der untere, das untere Portal da unten macht. Wohin wird uns das hier hinführen? Oh, wir müssen erstmal ein Level machen, um dahin zu kommen. Alles klar, machen wir es ganz fix. Beenden dann gleich diese Quest und fangen direkt die nächste an. Wir haben ja schon mehr als die Hälfte der Quest, glaube ich. Ich würde dich ja gerne als Popster was fragen. Du hast doch sicher oft Monster mit dem... Du haust doch sicher mit dem Monster, dieses Mikro. Geht das Gerät irgendwann kaputt? Nein, aber sowas kann Songaufnahmen verursachen. Okay. Heißt das, sie schlägt Monster mit dem Mikro und dann macht sie einen neuen Song damit? Hm, meine Tasche fühlt sich komisch an. Oh, eine HP-Banane. Und ein Brief, den ich geskippt habe. Cool, danke, Maike. Ja, die beiden sind ja auf Level 20 beide miteinander gelevelt. Schätze? Böses im Busch? Müssen sowieso beides machen. Also ist es ziemlich egal, wo wir lang gehen. Bäh! Ihr seid sowieso alle down. Ganzen Hammergeister. Das ist ziemlich Hammer. Wie sie sich bewegen in dem Geist-Outfit. In dem Bettlakenhammer. Level up für Miku, Level 20, yay! Super, aber lernen leider nichts Neues. Schade. Oh, das war ein sehr, sehr kurzes Level. Zack, einfach wieder nach unten und fertig. Und yay, Maike geht's wieder besser. Dann kann ich sie ja bald mal ins Team nehmen. Wa? Yay! Super. Und auch nochmal super. Und auch nochmal super. Oh, hier unten gab es wirklich einen Schatz. Oh, und was für einer. Jetzt haben wir richtig viel Geld. Zack, vorbei. Gut, dann würde ich sagen, kaufen wir irgendwem irgendwas zum Ausrüsten. Nur Girlfriend möchte was haben. Nietenkostüm. Ach, Girlfriend, du bist doch keine Niete. Ach, komm. Du doch nicht. Nee, das passt doch gar nicht zu dir. Das kaufen wir denn nicht. Also, ja, ich hab's gekauft, aber nur für die Stats, ja. Aber ihr beide, ihr kuschelt miteinander, ja? Ah, nee, nur sauber machen. Okay, cool. Just two girls chilling with each other. Nicht mehr, nicht weniger. Mhm, ja, okay. Dann machen wir mal weiter. Hab's recht gesehen, Freddy ist im Team. So, wo führt das hin? Hä? Wie? Durch die Wand hier hoch. Okay, dann gehen wir durch die Wand hier einfach hoch. Zur Truhe. Alles klar, Spiel. Okay. Nein, da fragen wir das mal nicht. Nein. Ein Spielschein. War's das? Da kommt noch mehr. Da kommt noch was, oder? Oh. Ciao, Jesus. Er fällt immer. Irgendeiner da unten in der Unterwelt möchte ihn immer zu sich ziehen, anscheinend. Ja, langer Weg. Oh, hier kommt noch ein Gegner. Oh, hell no! Tut nicht! Double Kill! Das zu dritt bzw. jetzt noch zu zweit zu machen, unmöglich. Ja, das ist mein Death. Ja, ich habe einen Down, aber der killt mich jetzt. Ja. Puh, echt bitter. Ja. Was? Jetzt kommt wieder eine Gasthaus-Animation. Och, ist halt langweilig. Will ich ja nicht sehen. Oh. Girlfriend möchte in das Zimmer von Freddy gehen. Aber da bin ich doch gerade. Ja, dann muss ich das Level mit mir und Freddy irgendwann anders machen. Na dann. Achso, nee, warte, anders. So. Ich kuschel dann mit Maike. Ich lerne mich mit Maike. 11, okay.
Und ihr beide? Wie, welchen Level seid ihr? Mhm. Aha. Ich meine, die beiden würden ziemlich gut miteinander passen, glaube ich. So, als Freunde meine ich halt. Oh, oh. Hat da jemand meinen Namen gesagt? Okay, er hat es wahrscheinlich nicht mitbekommen. Hoffen wir es. Ich hab mich irgendwie vorbereiten auf den Kampf. Schwarzes Katana. Ich meine, das ist eine coole Waffe. Sind wir zumindest ein bisschen stärker. Mit Maige. Das ist schon cool. Wie kommen wir da durch, wenn wir zu dritt sind? Da muss ich ja direkt... Ich kann da nicht direkt. Die fangen ja an. Hätte ich das denn besser machen können? Da bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Wie hätte ich das denn besser machen können hier in dem Level? Lass mal schauen. Also mit dem Salzstreuer mache ich auf jeden Fall One-Hit. Das ist sehr, sehr gut. Das brauchen wir. Aha, Kampf. Musst du kurz laden anscheinend. Dann kann ich sofort den Streuer benutzen. Ah, oh, warte, Jesus ist dabei. Hä, wieso ist Jesus jetzt dabei? Ey, nein, das ist viel besser so, weil vorher war es wirklich knapp unmöglich. So ist es noch machbar. Oh, ein Damage nur. Alles in Ordnung. Let's go. Bam, da ist er tot. Cool. Bam, er noch ist tot. Cool. Das war der Kampf. Ja, okay. Ich habe gedacht, ich muss das zu zweit machen, weil die einen direkt irgendwann killen und der andere vorher schon weg ist. Nö. Ich hatte nur vorhin anscheinend ziemlich viel Pech. Schätze ich. Das ist die Karo-Uniform. Ja, die sieht überhaupt nicht schön aus. Sorry. Ziehen wir nicht an. Und zack. Hier ist das Ende. Yeah. Yeah! So. Und dann können wir nun das machen, was wir die ganze Zeit machen wollen. Und zwar hier lang. Um hier hinzukommen. Das Ende von Wat zum Geier. Oder von diesem Schleiergebiet. Ist hier vielleicht die Villa? Wahrscheinlich nicht. Aber was anderes dafür. Schnuff, wo bist du nur? Dein lieber Papi ist hier. Komm doch bitte nach Hause. Ich schätze, er ist doch nicht hier. Hä? Pikachu! Oh no! Pikachu-Wurf! Das ist voll das coole Gegnerdesign. Reitangriff 2! Ja! Zack! Oh, so wenig nur. Ich helfe dir! Bam, bam! Oh, so wenig. Ich helfe dir! Na, war okay. Oh, er heilt sich. Und greift an. Okay, du bist hartnäckig, mein Freund. Das gebe ich dir. Aber das wird mich nicht aufhalten. Bam! Ja, dann ist er halt mit Banane, ne? Wir helfen dir! Achso, ist nur Heilung. Ich dachte... Okay, egal. Hey, Jesus, was sollte das? Geht ja gar nicht. Aua. Nice. Was machen wir gegen den? Muss ich überlegen. Was wäre denn das Beste? Einfach nur die ganze Zeit angreifen und hoffen, dass alles gut geht? Machen viel zu wenig Damage. Da kannst du ja auch noch heilen und die anderen greifen nicht immer an und machen auch selber auch gar nicht so viel Damage. Okay, fest mal. Immerhin keine Bananen verschwenden. Oh, nice. Gut gemacht, Freddy. Level 17. Sehr enge Freunde. Okay, er hat fast die Hälfte verloren. Zack, nochmal 100er. Nochmal ein 100er, ja. Nochmal ein 50er. Er heilt sich um 100. Gourmet-Snack für Jesus, nice. Okay, aber er hat die Hälfte verloren, sein Leben. Und wir greifen zu dritt an. Bam, über 200 Damage. Dann nochmal 70.
Da nochmal 50. Mhm. Warte, ich kann mal ein paar Streuer verteilen. Vor allem ein paar MP-Streuer, da muss er nicht die Bonbons naschen. Ich kann auch mal ein paar nehmen. Ah, ich habe 100 HP jetzt insgesamt und 99 MP. Und ja, heilen tue ich mich jetzt nicht. Krass. Komm nochmal Megafeuer. Das ist, glaube ich, das Stärkste, was ich habe. Gegen einen einzelnen Gegner. Bam. Achso, Heilung. Nom nom nom. Yay. Gut, dann muss Verdonner nochmal angreifen. Ja! 150. Nice. Aha, alle heilen, das ist gut. Er heilt sich auch nochmal. Greift nochmal sehr, sehr stark an. Gummi-Snack für Igitt. Ja, den kriegen wir easy hin. Der ist doch ein bisschen einfacher als diese Ritter. Diese drei, die wir in der letzten Folge besiegt haben, die waren wirklich ziemlich anstrengend und schwer. Oh, ja, Level 5. Cool, der letzte Bekannte. Cool. Weiß nicht, ob Freddy und Jesus sich so kennen sollten. I don't know. Aber ich und Jesus kennen das noch jetzt ein bisschen mehr. Level 20 sogar! Beste Freunde! Lol, ich wusste gar nicht, dass wir so weit sind miteinander. Nice! Das ist sehr, sehr gut. Bam! Oh! Die Bubble ist geplatzt. Hilfe! Ich glitsch hier rum. Da, ah, endlich wurde ich verwandelt. Danke, Mounts. Du bist keine Katze. Du bist kein Mautzi. Du bist kein... Ach, egal. Er versteht's nicht. Was ein komisches Pikachu. Was war das denn für ein Essen? Blub. Bom, 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 bom. Also wirklich, was für ein Schlamassel. Also aber wenigstens ist mein Schatzi-Schnuff wieder da. Wollen wir schon von Schatzis reden? Darf ich dieses Juwel haben? Was? Diesen komischen Klunker? Gib es doch, bitte sehr. Augenjuwel rechts erhalten. Nochmals, vielen Dank für deine Hilfe. Komm schon, jetzt aber ab nach Hause. Yay, hat ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Damit hätten wir schon zwei Juwelen für den Himmelsturm. Dann fehlen nur noch zwei. Wir haben also erst die Hälfte. Nein, das muss ich anders formulieren. Wir haben schon die Hälfte. Wir schaffen das. Ja, wird ein bisschen anstrengend alles. Aber okay. Wir kriegen das hin. Wir müssen es hinkriegen. Wir haben nichts anderes zu tun. Das ist jetzt unser Hobby, unser Job. Ja, wir kriegen ja Geld davon, durch die Kisten. Also ja, es ist unser Job. Wir schaffen das. Und ihr beide schafft es, miteinander zu singen. Mit welchen Leuten bin ich schon... Oh krass, mit vier Mies bin ich schon sehr, sehr weit. Ja, die Hälfte der Leute habe ich schon sehr, sehr gut kennengelernt. Wir sind beste Freunde mit der Hälfte. Aber mit vielen noch gar nicht. Maike zum Beispiel, deshalb bin ich auch neben Maike hier. Achso, jetzt sehe ich es erst. Verdonner möchte kurz mit dem Professor Igitt reden. Machen wir es mal schnell. Ganz schnell, bitte. Zack. Juhu, Level 14. Was, Level 14 erst? Ist nicht schon jeder irgendwie Level 20 mit dem Pferd oder so? Naja, egal. Level, zeig mal her. Level 19 alle noch. Okay. Gut. Geben wir Bericht und schauen, was noch fehlt. Also. Hier, dieser random Dude will noch was. Hi, ihr Randoms und... Was? War der vorher auch schon da? Hä? Eine neue Quest? Mache ich das alles hier umsonst? Gibt es hier neue Quests? What? Also wenn es neue Gebiete sind, würde ich natürlich alles zeigen. Aber kleiner Schnuff, er ist heim, es geht ihm gut. Diese Ereignisse haben ihm wohl sehr mitgenommen. Ich bin so verwirrt, ne? Was willst du denn jetzt hier? Laber-Vampir, Villager. Hey du, genau du da.
Seht ihr das mal an? Ich habe ein ganz besonderes Haus. Darin lebt nämlich eine Kreatur des Schreckens. Nicht nur ein ganz gewöhnliches Monster, nein. Ein Geist, ein richtig echter Geist. Das nervt ein bisschen, deshalb möchte ich dich um einen Gefallen bitten. Kannst du den Geist aus meinem Haus vertreiben? Oh, bitte hilf mir, die Villa Macabra muss von einem Geist befreit werden. Wunderbar, ich sollte dich am besten begleiten. Ich bin so verwirrt, müssen wir das jetzt auch noch machen? Level 21. Und der hier auch, ne? Hä? Wieso kam jetzt... Hier? Hä? Hä? Oh, die Villa! Ah, ja. Alles klar. Auf zur Villa. Luigi? Yellow? Bist du hier? Okay. Dann machen wir heute in dieser Folge anscheinend was zum Geier. Komplett zu 100% fertig. Villa Macabra. Alles klar. Oh, das sieht cool aus. Das ist ein komplett neues Gebiet. Wir haben einen Vampir-Villager bei uns. Okay. Der hat einiges aus sich gemacht, der Typ. Gott, ich weiß nicht, was ich hiervon halten soll. Wieder ein neues Gebiet so aus dem Nichts. Ich meine, ja, ich wollte die ganze Zeit zur Villa hin, aber... Oh no. Und dann Musik. Schon cool. Aber bitte lass das nicht lange dauern hier, das Gebiet. Level up für Igitt. Ich habe wirklich kein Interesse mehr, jetzt noch lange große Gebiete zu machen. Oha! Dann müsst ihr ja diese Flasche. Komm, trink sie. Oh, lecker. Geistersaft. Mit echten Geistschweiß. Lecker. Ich habe jetzt wirklich keine Lust, die nächsten Quests noch irgendwie komplette riesige Gebiete zu machen, um ehrlich zu sein. Also hoffe ich einfach, dass das hier gleich alles vorbei ist. Vielleicht können wir in der nächsten Folge schon fertig sein mit den Quests. Wahrscheinlich nicht, aber wäre schön. Ja. Ba-ba-da-bam, Level 12. Uah, Level 4. Erst, oha. Müssen wir noch mehr leveln. Oh! Und gleich für sie wieder weg. Zu Danny. Okay, warum auch immer. Dann geh halt zu Danny. Okay. Kein Geld. Machen wir mal weiter. Tun aber jemanden aus dem Team raus. Dich. Und tun Danny dafür rein. So, wo geht das hier links lang? Wird das wieder riesig, das Gebiet? Ich habe das Gefühl, ja. I don't know. Chest! Mit... Oh, oh, Jesus ist krank. Der Arme. Warte, war der nicht sogar in meinem Team? Nicht gut. Jesus war doch in meinem Team. Na, dann muss ich ihn später leveln. Geht nicht anders. Ich verstehe dieses Feature zwar nicht, warum manche krank werden. Das müssen wir mal einer erklären. Aber dann ist das halt so. Ja, jetzt bin ich nur zu dritt. Ja, dann komm, dann kommst du einfach rein, Maike. Du hast ja jetzt wieder ganz viele Sets ab. Im Vergleich zum letzten Mal, als ich dich benutzt habe. So, ja, machen wir erstmal hier. Machen wir erstmal hier das Level und dann gucken wir mal, wohin das uns hinführt. Ob das überhaupt irgendwo hinführt. Keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, dieses Ort wird ein bisschen nervig. Wir werden sehen. Direkt eine Kiste mit einer Banane drin. Okay. Warum? Einfach so? Bock? Okay, ganz viele Kisten hier in diesem Level. Ganz viel Essen. Aha. Gleich eine Kiste mit Gegnern. Oder einfach so Gegnern. Ja, das geht auch. Edle Dame. Ah ja. Okay. Das Recht sieht aber überhaupt nicht aus wie eine Dame. Ich weiß ja nicht. Auch fertig. Wow, das ist echte Kunst. Oh oh.
darf sich nicht täuschen lassen. Das ist keine echte Kunst. Das sind Geister, die sich als Kunst tarnen. Oh no, was machen die da? Versprühen irgendwas. Nicht gut. Haut ab. Zangenangriff. Bäh, bäh. Komische Geister in Luigi's Mansion. Aber gut, ich schätze, in Luigi's Mansion gab es ja auch Gemäldegeister, ne? Ich meine, in Luigi's Mansion 1, alle Geister waren Gemäldegeister, um genau zu sein, aber... Ja. Macht schon Sinn. Zack. Aber eine edle Dame? In Luigi's Mansion gab es eine edle Dame? Vielleicht die... aus dem ersten Gebiet. Sonst wüsste ich jetzt nichts. Na, kurzes Level. Freut mich. Zip. Dann schaffen wir mehr in der Folge. Blop. Das ist ja mein Main Goal jeder Folge. Viel zu schaffen. Immer weit kommen. Oh, ein Geschenk. Die Pose. Ja. Wimmes. Eine Violine. Gar nicht schlecht. Oh, aber Freddy ist traurig deswegen, weil er die Violine nicht bekommen hat. Du spielst doch gar keine Violine, Freddy. Hat er wohl vergessen. Naja. Animatronics können sich auch nicht alles merken. Blum. Oh, Level 30. Wahre Freunde. Wie das aussieht. Ankuscheln zwar. Wir fliegen einfach miteinander. Halten uns nicht mehr Händchen. Ankuscheln 2 erhöht die Chance und den Effekt der Heilung durchs Kuscheln. Oh, das finde ich toll. Okay, ich möchte jetzt offiziell alle auf Level 30 miteinander bringen, damit die alle miteinander diese Animation machen können. Das ist super. Das ist super. Das will ich machen. Wo führt das hin? Oh, nach rechts. Oh Gott. Bro, muss das sein? Dann holen wir uns zumindest erstmal die Kiste hier. Holen wir uns erstmal ein bisschen Belohnung ab. Und dann schauen wir mal. Oh. Hm? Am Schlafen, okay. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Ich und Ferdonner sind anscheinend jetzt die allerbesten Freunde. Oh, leuchtende Pfanne. Cool. Freddy, du bist stärker. Ja, okay, warum nicht? Das ist so ziemlich das gleiche, nur in einer anderen Form. Eigentlich ziemlich egal, um ehrlich zu sein. Ja, das war's. Das, ja, 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 ja. Oh, ihr wollt nochmal callen, talken. Oh nein, nein, du's nicht, Danny, du's nicht, nein, du's nicht. Warum wurde er jetzt im Hinati-Protagonist mit einer Tankman-Brille? Gott, sieht das weird aus. Nicht gut. So. Ihr beide wollt euch auch noch mal ein bisschen anfreunden. Roboter und Pferd. Ob das so eine gute Idee ist, ich weiß ja nicht. Aber naja. Hä? Das geht? Oh, der Arme. Armer Jesus. Ich lass mal Jesus in Ruhe, ne? Man muss sich ja ausruhen. Die nächsten 2000 Jahre muss er sich ausruhen. Kann er wiederkommen. Oh, hier geht's sogar lang. Aha, das werden wir dann in der nächsten Folge genauer abchecken. Aber ich guck mal, ob wir dieses Level vielleicht noch in dieser Folge kurz reinquetschen können. Sieht nicht so aus. Riesiges Level. Wird vielleicht eine bisschen längere Folge. Ja, ja, du bist am Schlafen. Wir kennen die Animation. Okay, es gab nicht mal einen Kampf, hat sich alles nicht gelohnt. Es bringt halt nichts, ne? Nochmal ein Weg. Komm, ich zeig mal einen Weg und den Rest mache ich dann auf Screen. Zeig dann die Truhen und Level-Ups. Den Kampf hier noch, weil... Ja. Der ist ja gerade mitten auf dem Weg. Zack, komm mal ab, danke. Dum, 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 dum. Thank you.
Ja, okay, das dauert aber noch ein bisschen, bis einer von uns hier ein Level-Up hat. Noch ein Kampf. Ein Hammergeist. Und da seid ihr schon hammerstark weg. Noch nicht. Riesenwaffe. Dann seid ihr weg. Der riesige Fisch. Bam. Was? Nicht mal der hat gekillt? Was? Nicht mal der Fisch hat die umgebracht, die Geister. Was ist denn das bitte für ein Geist? Aber ich krieg den, oder? Ja, ich krieg sie down. Wir gehen sie down. Gut so. Ist denn das Level vorbei? Oder kommt da nochmal 20 Gegner? Eine Kiste mit Sandwich. Und dann geht's nochmal lang mit zwei Gegnern bestimmt. Nee, ist vorbei. Endlich. Okay. Ja, ihr habt gesehen, wie lang das Level ist, wie viele Abkürzungen es gibt. Abkürzungen möchte ich nicht, dann vielleicht dann eher alternative Wege. Und wenn es irgendwas Besonderes gibt, ich zeig's euch. Und ansonsten, das war die Folge. Juhu. In der Kiste waren drei Bonbons. Oh, hey, cool. Habt schon geliked? Hoffentlich.